Ahoi, Kapitäne! Heute zeigen wir Ihnen alles, was Sie über die japanischen Zerstörer aus der alternativen Linie von Harugumo in World of Warships wissen müssen. Wir werden alles über die Ausrüstung und das Spiel mit diesen unglaublichen Schiffen enthüllen. Also, geben Sie uns einen Daumen nach oben und abonnieren Sie den Kanal, damit Sie keines unserer Videos verpassen. Die zweite Linie der japanischen Zerstörer, die auf Stufe 5 mit der Minekaze beginnt und mit der Harugumo auf Stufe 10 endet, ist eine der einzigartigsten Linien in World of Warships. Von Neulingen und Veteranen gleichermaßen geliebt, bietet sie eine der einfachsten und schnellsten Linien zum Forschen, mit extrem mächtigen Schiffen, die seit Jahren wettbewerbsfähig geblieben sind. Diese Linie kann in zwei Teile unterteilt werden. Der erste, der von Stufe 5 bis 7 reicht, besteht aus Schiffen, die sich auf ihre Torpedos konzentrieren, die sich nicht sehr von der Hauptlinie der Shimakaze unterscheiden. Der große Unterschied in dieser Linie beginnt ab Stufe 8 mit der Akizuki. Wenn diese Schiffe als Geschützboote agieren und sich auf ihre zahlreichen Schnellfeuerkanonen konzentrieren, um gegen Feinde aller Art erheblichen Schaden zu verursachen. Daher liegt unser Fokus auf dieser zweiten Hälfte der Linie. Aber wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie die Schiffe in der ersten Hälfte meistern können, haben wir eine komplette Anleitung zur Shimakaze-Linie, deren Empfehlungen auch für diese Schiffe gültig sind. Für die Geschützboote der Harugumo-Linie ist Feuerkraft alles. Obwohl ihre Kanonen sehr klein sind und nur 100 mm messen, haben sie Projektile mit einer guten Geschwindigkeit und ihre Sprenggeschosse sind besonders effektiv, da sie trotz ihres geringen Kalibers eine extrem hohe Durchschlagskraft haben und konsistenten Schaden gegen Schiffe aller Art verursachen können. Und natürlich wird es auch kein Problem sein, mit diesen Schiffen zwischen 8 und 10 Kanonen zur Verfügung zu haben, die alle mit einer schnellen Nachladezeit von nur 3 Sekunden ausgestattet sind, Brände zu verursachen. Für die meisten Spieler wird das explosive Geschoss oder HE eine komfortable Wahl für jede Auseinandersetzung sein, aber erfahrenere Spieler werden auch wissen, wie sie von ihrem panzerbrechenden Geschoss oder AP profitieren können. Trotz geringer Durchschlagskraft bietet sein AP guten Schaden und ist die ideale Wahl, um die weniger gepanzerten Teile ihres Gegners zu treffen, wenn ihre Seiten freigelegt sind. Und Zerstörer sind besonders anfällig für diese Munition, wenn ihre Seiten freigelegt sind, da die schwache Panzerung dieser Schiffe bedeutet, dass ihre Schüsse jede Stelle des Rumpfes durchdringen können und ihre geringe Durchschlagskraft wird zum Vorteil, wodurch die meisten Schüsse im Inneren des Ziels landen. Natürlich haben diese Geschützboote Torpedos nicht komplett aufgegeben, schließlich sind mächtige Torpedos das Markenzeichen japanischer Schiffe. Aber diese Geschützboote haben nur einen Torpedowerfer. Dieser Nachteil wird durch das Verbrauchsmaterial Torpedo Reload Boost ausgeglichen, das es ihnen ermöglicht, ihren Torpedowerfer in nur 5 Sekunden nachzuladen, wenn es aktiviert wird. Dieses Verbrauchsmaterial hat eine lange Nachladezeit, daher ist es am besten, es nur zu verwenden, wenn sie wirklich diese zusätzlichen Torpedos benötigen. Die Harugumo-Linie bietet eine gute Überlebensfähigkeit mit hoher HP, aber diese Geschützboote sind groß und nicht sehr wendig. Ihre Tarnung ist gut genug, um diesen Schiffen zu ermöglichen, Schlüsselbereiche zu umkämpfen, eine wichtige Aufgabe für jeden Zerstörer. Aber wenn sie diese Bereiche nicht umkämpfen, ist es am besten, einen sichereren Abstand von 10 bis 12 Kilometern von ihren Feinden zu wahren, um kein leichtes Ziel zu sein. Die bequemen ballistischen Eigenschaften ihrer Kanonen werden es ihnen ermöglichen, dies ohne Probleme zu tun. Schließlich haben diese Schiffe Standard-Zerstörerverbrauchsmaterialien, einen Motorboost zur Linderung ihrer langsamen Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit und einen Nebelerzeuger, um sie oder ihre Verbündeten zu bedecken, wenn ihre Sicherheit gefährdet ist. Mit über 700 Schiffen im Spiel und mehr, die mit jedem neuen Update hinzugefügt werden, wird es zunehmend schwieriger zu wissen, was an jedem Einzelnen besonders ist. Aber durch unsere aktualisierten Anleitungen werden Sie allmählich lernen, die wichtigsten Vor- und Nachteile jeder Linie zu identifizieren. Und wenn Sie gerade erst ankommen, werde ich Ihnen einige erstaunliche Schiffe geben, um Ihre Reise zu erleichtern, darunter das legendäre deutsche Schlachtschiff Nassau.
Und das ist noch nicht alles. Ich werde Ihnen auch den mächtigen Kreuzer Kolberg und den agilen Zerstörer G101 geben, um Ihre deutsche Flotte weiter zu verstärken. Mit einem Geschenk wie diesem ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um in dieses epische und fesselnde Spiel einzusteigen, das bereits Millionen von Spielern in Deutschland und auf der ganzen Welt überzeugt hat. Klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung unten, um dieses erstaunliche Willkommenspaket freizuschalten, das auch viele Funktionen für den Aufbau Ihrer eigenen Flotte enthält. Nutzen Sie also diese exklusive Gelegenheit, rufen Sie Ihre Freunde an und beherrschen Sie die 7 Meere. Überprüfen Sie den Link jetzt und starten Sie aufregende Schlachten. Nun, da Sie die Grundlagen der Harugumo-Linie kennen, ist es an der Zeit, über einige Upgrades und Kapitänsfertigkeiten zu sprechen, die Sie ausrüsten sollten, um die Leistung dieser Schiffe zu maximieren. Wir empfehlen Spielern immer, die bereits guten Aspekte eines Schiffes zu verbessern, um es außergewöhnlich zu machen, anstatt zu versuchen, die Auswirkungen seiner Schwächen zu minimieren. Für diese japanischen Geschützboote liegt unser Fokus auf der Verbesserung ihrer Feuerkraft, Überlebensfähigkeit und Verbogenheit. Um mit der Verbogenheit zu beginnen, ist das Wichtigste hier, die Kapitänsfertigkeit Tarnungsmeister zu erhalten. Auf höheren Stufen können Sie auch das Upgrade Tarnsystem Modifikation 1 erwerben, um einen noch größeren Vorteil gegenüber Ihren Gegnern zu erlangen. Um Ihre Überlebensfähigkeit zu verbessern, müssen wir zunächst sicherstellen, dass Ihr Schiff kein leichtes Ziel wird, wenn sein Antrieb außer Betrieb ist, was den Einsatz der Fertigkeit mit letzter Anstrengung erfordert, die für jeden Zerstörer als unverzichtbar gilt. Wenn Sie jedoch wirklich Ihre Überlebensfähigkeit erhöhen möchten, müssen Sie Ihren Kapitän mit der Fertigkeit Experte der Überlebensfähigkeit trainieren, die seine HP erhöht. Nun, um Ihre Feuerkraft zu maximieren, müssen Sie die Verbesserungen Zielsystem Modifikation 1 und Hauptbatterie Modifikation 3 verwenden, die die Genauigkeit und Nachladung Ihrer Hauptkanonen verbessern werden. Die Kapitänsfertigkeit Hauptbatterie und Flugabwehrspezialist verbessert auch die Nachladung Ihrer Kanonen, während die Fertigkeit Adrenalinrausch die Nachladezeit all Ihrer Waffen verbessern wird, wenn Ihr Schiff HP verliert. Und wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihre Kanonen etwas mehr Reichweite benötigen, können sowohl das Upgrade Feuerleitanlagen Modifikation 2 als auch die Kapitänsfertigkeit Hauptbatterie und Flugabwehrexperte dieses Problem lösen. Aber wir empfehlen Ihnen, nur eine davon zu verwenden. Natürlich werden Sie Ihr Schiff nicht mit all diesen Verbesserungen und Kapitänsfertigkeiten gleichzeitig ausrüsten können. Es liegt an Ihnen zu entscheiden, welche davon am nützlichsten für die Schiffe der Harugumo-Linie sind, je nach Ihrem Spielstil. Mit unseren japanischen Zerstörern, die gut ausgestattet sind und über erfahrene Kapitäne verfügen, ist es an der Zeit, einige fortgeschrittene Tipps zu erlernen, damit sie ihren Feinden immer einen Schritt voraus sind. Unser Schwerpunkt heute wird auf einer Kapitänsfertigkeit liegen, die wir zuvor nicht erwähnt haben, nur damit wir hier tiefer auf ihre Vor- und Nachteile eingehen können. Diese Fertigkeit heißt Trägheitszünder für Sprenggranaten, auch bekannt unter der Abkürzung in Englisch EFFE. Und ihr Wert für Schiffe der Harugumo-Linie ist ein heiß diskutiertes Thema unter den Spielern. Diese Fertigkeit erhöht die Penetration ihrer HE-Geschosse um 25%, was es ihnen ermöglicht, konsequent Schaden an schwereren Schiffen zu verursachen. Es wird jedoch auch ihre Chance, Brände zu verursachen, um 50% reduzieren, was ihre Leistung mehr vom direkten Schaden ihrer Projektile abhängig macht. Da es mit dieser aktiven Fertigkeit viel schwieriger sein wird, Brände zu verursachen. Es stellt sich heraus, dass japanische Geschützzerstörer eine hohe Penetration in ihren HE-Geschossen haben, die bis zu 30 mm erreicht. Genug, um die meisten Kreuzer und fast alle Zerstörer ohne die Notwendigkeit dieser Fähigkeit zu durchdringen. Wenn Sie jedoch Ihren Kapitän mit I-Fähige trainieren, erhöhen Sie die Penetration dieser Geschosse auf 37 mm. Genug, um den Bug und das Heck aller Schlachtschiffe im Spiel zu durchdringen.
sinken und in einigen Fällen sogar ihre Decks. Einige widerstandsfähigere Schlachtschiffe werden jedoch eine signifikantere Panzerung haben mit nur wenigen kleinen Schwachstellen und gegen diese Ziele werden sie auch mit dieser Fähigkeit keinen guten Schaden mit ihren Geschossen verursachen können. Ebenso profitieren sie beim Umgang mit Kreuzern und Zerstörern in keiner Weise von der Fähigkeit, da diese Schiffe dies ohne diese Fähigkeit tun können. In beiden Fällen kann IFE die Leistung ihrer Kanonen eher verschlechtern als verbessern, da sie einen Großteil ihrer Fähigkeit, Brände zu verursachen, für eine verbesserte Penetration aufgegeben haben, die nur gegen eine ausgewählte Gruppe von Zielen nützlich ist. Letztendlich liegt es jedoch an jedem Spieler zu definieren, wie vorteilhaft oder nachteilig diese Fähigkeit wirklich ist. Jetzt, da Sie alles über die japanischen Harugumo-Zerstörer wissen, ist es an der Zeit, das Gelernte in die Praxis umzusetzen und sie in epischen Schlachten in World of Warships zu befehligen. Ich bleibe heute hier und wir sehen uns im nächsten Video. Bis später, Kapitäne.